Hallo, Sammler und Fallensteller. Heute ist Dienstag, der 10. November 2020, und heute geht es in diesem Film ums Modellbauen von einem Sauerländer Bauernwagen, den ich vor ein paar Wochen schon mal angefangen habe zu zeigen. Das war ein Film über den Bau eines Kutschenrades, und jetzt der Rest ist mittlerweile fertiggestellt. Man hat ja Zeit. Corona treibt einen quasi in den Keller. Und er ist jetzt soweit okay, er sieht ganz gut aus, er funktioniert. Ich will ihn nur noch nicht komplett zusammenschrauben, weil ich erstmal zeigen will, wie ich ihn gebaut habe und wie ich ihn zusammenstecke. Das ist der Vorteil heutzutage in Zeiten von Corona, wenn man ein schönes Hobby hat, wenn man ein Hobby hat, so wie früher die alten Herren ihre Hobbys pflegten, wie zum Beispiel die Modelleisenbahn oder die Briefmarkensammlung oder die Münzsammlung oder was auch immer. Mein Hobby ist im Moment der Modellbau, und jetzt will ich euch zeigen, wie ich den Sauerländer Bauernwagen gebaut habe. Viel Spaß! So, hier seht ihr jetzt sämtliche Teile, die zum Sauerländer Bauernwagen gehören und die ich jetzt zusammenbaue. Wir haben also den Hinterbau, der aus dem Achsenstock besteht und den Zangen, oder die Amerikaner sagen den Fellows, und dem durchgehenden Stab, der dann den Hinterbau mit dem vorderen Teil der Kutsche, des Bauernwagens verbindet. Ich will jetzt erstmal alles zusammenklicken, noch nicht schrauben, um zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist, so einen schönen kleinen Bauernwagen aus Holz zu bauen. So, hier ist das Oberholz mit den Bracken. Die werde ich jetzt einfach nur dran klemmen mit selbstgebauten Klammern aus alten Speichen, Fahrradspeichen, habe ich die gemacht. So, die halten das jetzt erst. Die werden dann idealerweise noch unten mit Querbändern, die dann verschraubt werden, zusammengehalten. Aber so ist das schon mal gut ersichtlich, wie so ein Ding aussieht. Das sind die Bracken. So, der Hinterbau ist fertig. Jetzt gehen wir an den Vorderbau dran. Wieder der Achsstock. Da kommen die Hölzer rein, die Zangen, die Zangen, und dann kommt hier die Deichsel rein. Wo haben wir denn den Stift für die Deichsel? Wie gesagt, ich stecke im Moment alles nur zusammen, um zu zeigen, wie es geht. So, die Deichsel ist auch dran. Jetzt mache ich die Halterung dran für das hintere Holz, was das hintere Teil der Sauerländer Bauernkutsche mit dem vorderen verbindet. Das mache ich jetzt erstmal nur mit diesen Drähten. Die werden nachher schön durch kleine schwarze Bolzen ersetzt. Hier oben drauf kommt das Scheuerholz. Und dann kommt hier die Verbindung zum Hinterrad hin.
Und dann machen wir noch das Holz dran für die Aufnahme der Schwengel, wo also die Pferde dran hängen oder eingespannt werden. Und dann sind wir schon fast fertig. Fehlt noch der Kingpin vom Vorderholz. Den nennt man also Kingpin, Königszapfen, wie auch immer. Und das Fahrgestell ist fertig. Jetzt setzen wir unser Fahrgestell auf die Achsen. Da wollen wir mal schauen. Und das sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Alles. Hier sind die, das sind die Schwengel. Die würden dann noch mit einer Kette mit diesem Holz hier verbunden. Und es funktioniert. Es funktioniert. Also diesen Sauerländer Bauernwagen, den habe ich in der Nähe von Warstein fotografiert und habe mir die Maße abgenommen und so, sogar die Kleinigkeiten, die ich gleich noch zeigen werde. So, dann kann man hier noch Bodenbrett reintun. Die seitlichen Bretter. Und so sah dann so ein Bauernwagen aus. Schön beladen, gerade zurück aus dem Wald. Das Holz wurde geschlagen. Und ich würde mal sagen, wunderbar. Und die Bauernwagen, die ich im Sauerland gesehen habe, die sind also fast alle gleich. Von der Bauart her, von der Technik her. Manche haben Verzierungen, hier so wie da oben, diese zwei Kerben. Und ich denke mal, dass da der ein oder andere Stellmacher seine Marke hinterlassen hat. Ja. Jetzt kommen hier noch die Schwengel dran. Den Ketten. Und hier sind dann stehen dann die Pferde. Ja, ich denke mal, recht gelungen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich dabei zu beobachten. Ich sag mal, bis später.